So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu dem spannenden Moment, in dem der Preisträger endlich auch die Urkunde und den Preis bekommt, für den er so, lieber Herr Heuss, glänzend gelobt worden ist, und das völlig zu Recht. Vielen Dank für diese Laudation. Ich verlese den Text der Verleihung. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit verleiht den Freiheitspreis 2016 an Caspar Villiger. Der frühere Schweizer Bundespräsident, langjährige Bundesrat und Unternehmer Caspar Villiger ist ein Mann von tiefer freiheitlicher, demokratischer und humanitärer Gesinnung, großem Verantwortungsbewusstsein und einem klaren ordnungspolitischen Kompass. Er hat sich ebenso tatkräftig wie beharrlich um die Geschicke seines Landes verdient gemacht und beeinflusst darüber hinaus bis heute das politische und gesellschaftliche Klima. Der Preisträger verkörpert Offenheit, enorme Belesenheit, konzeptionelles Denken und überzeugungskräftige Redlichkeit. Mit seiner Bitte um Verzeihung für die Flüchtlingspolitik der Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland hat er als Bundespräsident 1995 Geschichte geschrieben. In seiner Amtszeit als Finanzminister fiel 2003 die Einführung der Schuldenbremse, die bis heute ein Vorbild in Europa ist. Caspar Villiger beschreibt sein Leitbild als das einer stabilen, solidarischen, ausgeglichenen und wohlhabenden Gesellschaft freier und selbstständiger Menschen. Der Liberalismus ist für ihn mehr als ein politisches Programm. Er ist eine Haltung, die Caspar Villiger verkörpert und lebt. Unterschrift Jürgen Morlock, Karin Horn, Wolfgang Gerhardt, Caspar Villiger, ich gratuliere Ihnen, ich freue mich, dass Sie den Preis entgegennehmen. Thank you.